Moin, moin, Tag, Servus und Grüezi, meine lieben Nemos, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Heute wieder mit der Nachteule. Hallo! Mit dem Antares. Moin. Und dem Lasko. Mahlzeit. Wir waren uns gerade noch energisch, ganz lebendig über Aufnahmen am Unterhalten, als auf einmal die Melodie des Morgens erklang und ganz automatisch sprang meine Anmoderation an und hier sind wir wieder. Das kann auch gerne mal so weitergehen, da ich ja zuletzt in den beiden Aufnahmen auch ein bisschen redekarg war und ein bisschen ruhiger war, aber das ist nicht schlimm, das kann ich jetzt gerne so nachholen und ich kann noch so minutenlang, nein, Spaß beiseite. Was ist der Plan? Ganz wirklich. Der Plan ist, dass ich jetzt Stahlpfeile herstellen kann. Ah, geil. Wir hatten heute Nacht zwei, drei Schreier und die haben wir gerade bekämpft. Mein Schützengewehr hat beste Arbeit geleistet. Ja, die AK auch. Habe ich gehört. Apropos. Da steht Lass, Kurs, Kiste dran. Alle gehen dran. Okay. Antares, du bist unser Mann heute. Wie sieht's aus mit den Scopes? Ja, Kleber 7. Haben wir, ganz links. Ah, 21. Glaube ich, nee, okay. Kleber habe ich nicht da reingepackt. Nee, nur okay. Tape. Ja, Kleber habe ich genug. Jetzt brauche ich Kunststoff. Kunststoff müssen wir auch, habe ich einiges angeschleppt. Kunststoff ist hier ganz links, 170. Oh! Ach ja. Laskos Kiste! Nimmt alles, was ich halt abwrenchen kann, ist voll damit, ne? Krass! Mit solchen Sachen. Hör mal. Da ist schon die Hälfte weg, hör mal, für die Fahrräder. Hör mal, die Motoren. Glas. Gut, ne? Als hätte ich was getan. Also ich verabschiede mich jetzt offiziell. Möchte jemand noch Steinpfeile verschießen? Ich bin zu cool für Steinpfeile. Die, wo ich habe, werde ich noch verschießen und später werde ich mich dann melden. Ja, ansonsten, ich schmeiß jetzt 55 Steinpfeile auf den Boden. Ich möchte nicht mehr. Ah, hier, ja, Meihutz. Ich meine ja nur, also wir haben jetzt genug Eisenpfeile und die nächsten Pfeilspitzen stelle ich schon her, also. Obwohl, warte. Bevor ich losdüse, muss ich ja abwarten, was Antares zu den Scopes sagt. Ob es jetzt machbar ist oder ob noch viel fehlt. Ist machbar, ist ja. In Mache. Und dann warte ich. Ich brauche Kunststoffabfall. Ja, haben wir ganz links, habe ich gesagt, 170 Stück oder so. Ja, da kam ich eben nicht ran. Achso. Da. So. So, und was ich noch brauche, achso, die Werkbank haben wir nebenan. Okay. Mhm. Mhm. Unter uns. Ja, genau. Kommen Sie mit. Geil. Ich weiß, dass du weißt, wo sie ist, aber ich will mitkommen. Yay! Ich stelle mich hier drauf und das gibt ein wunderbares Bild. Nein, ist schon gut. So, muss ich noch 40 Sekunden warten. Was ist das denn hier für ein Spann? Guck mal hier, für ein Spannerstuhl oder was ist das hier? Ein Beistuhl, ey? Guck mal an hier. Nobody knows. Von uns beiden bist ja du der Spanner. Ich kann die Frage nicht beantworten. Ist nicht schlimm. Ich spanne gerne durch Holzfenster. Durch offene Holzfenster. Falls ihr euch jetzt wundert, Leute, ne, falls ihr die Folge verpasst habt, sucht mal ein paar Folgen zurück, der Spanner. Das hat jetzt nichts mit mir persönlich zu tun, ich schwöre. Ja, ja, ja. Okay, ist zu spät. Kind im Brunnen. Ja. Darf ich kurz was fragen? Du darfst so, wird fragen, hergestellt. Ob wir antworten, weiß ich nicht. Was ist eine Donnerbüchse? Das ist, ja, was, erzähl, nobody. Das ist ein sehr, sehr primitives, sehr, sehr gefährliches Item. In echt, wenn du das in echt nutzt, hast du 95%ige Wahrscheinlichkeit, dass es dir im Gesicht explodiert. Ansonsten ist es ein primitiver Zylinder meistens, der zum kanonenartigen Gegenstand umgebaut wird. Du kannst da Schrot und was weiß ich was alles mit abfeuern. Und Steine. Ja. Steinmunition. Also okay. Ist eigentlich im Spiel ist es die erste mögliche, schnell herzustellende Waffe. Genau. Wenn du keine findest, aber mittlerweile findet man ja genug Waffen in der Regel. Und, damals habe ich sie sogar noch genutzt zu Alpha, weiß ich nicht, 17, 16 Zeiten, wo die ganz neu drin war. Aber ich habe sie auch wirklich nur ein, zwei Mal genutzt und ja. Also ich nur, wenn ich sie finde und sonst nichts habe. Aber ansonsten, macht sehr viel Krach. Also Vorsicht, je nachdem, was für ein Spiel, wie zum Beispiel hier Hard Mode oder, ne? Mhm, richtig. Das dürfte dann ein Magnet sein für die Zombies.
Das stimmt wohl, ja. So, Dauert noch, ich warte auch. Ja, ich fahre jetzt weiter Richtung Osten. Ich decke mal ein bisschen noch die Karte auf, beziehungsweise die Stadt, und loote ein wenig. Gut, dann gehe ich gleich wieder Richtung Norden. Ich überlege, ob ich nochmal ranchen soll. Brauchen wir? Ja, ich ranch weiter. Tut mir leid, die Woche habt ihr mich nur beim Ranchen, aber ein bisschen haben wir auch gelootet. Ja. Ich war ja auch in der ersten Folge beim Jagen, jetzt ein bisschen bei Looten. Ist halt so, ne? Jetzt ist halt so die Zeit, wo wir die Skills haben. Die müssen wir jetzt auch natürlich benutzen. Okay, Nobody wartet auf das erste Scope eindeutig, dann können wir nochmal weggehen. Ich bin der Huntsman. Also ich bin Hans. Kein Thema. Ich bin ein Hansmann. Call me Hans. I'm the Hans. Puh, Leute, brauchen wir... Achso, ich habe übrigens heute Nacht noch einen Punkt in Charismatic Nature gesteckt. Also damals Charismatic Nature, heute heißt das bei mir charismatischer Auftritt. Somit hast du das auch, Antares? Habe ich, glaube ich, noch nicht geskillt. Gut, dann sonst haben wir alle außer Antares jetzt einen Punkt da drin, das heißt jeder bufft jeden. Ich habe auch einen Punkt jetzt drin. Sehr geil. Dann buffen wir uns alle gegenseitig immer, egal wer da, wer mit wem läuft. Egal wer mit wem, ich buff dich, okay. Faszinierend. Nee, ich kann das Scope nicht montieren. Nicht montieren, wieso? Sichtbereich 8x Mod geht, glaube ich, nur für Pistole dann. Dann lass mich mal versuchen. Ich will mal nicht. Nö, hä? Vielleicht nur für meinen, hier, Gewehr. Schmeiß mal. Mal gucken. Modden, verändern, genau. Und Scope. Yeah, ich hab eins. Hä? Also du kannst es nicht nutzen? Nee. Na, ist ein langes. Guck mal, hier ist ein richtiges Sniper-Scope. Nee. Soll ich das eine Scope dann abbrechen, Antares? Ja. Warum? Zwei Stück? Ja, weil er braucht das nicht. Es geht bei ihm nicht. Möchtest du das mal mit dem Jagdgewehr testen, Nobody? Abbrechen brauchst du es nicht. Hol dir doch mal ein Jagdgewehr und versuch mal da drauf. Für. Ja, Jagdgewehr, weißt geht. Du? Eben. Das ist ein schönes Sniper-Jagdgewehr mit einem Schuss. Könnte dir zugutekommen bei einem Hirsch, oder? Ja. Auf Entfernung, schön in Heady. So, du deckst die Karte auf, Antares? Ja, ich bin jetzt hier ein Haus am Looten. Ich bin ja, pass auf, ich komme mal zu dir. Jo. Ich kann ja immer noch nebenbei ranchen. Wir haben jetzt erstmal genug Zeug. Ich glaube, wir haben auch jetzt kaum Bedarf. Muni, hast du alles für Muni gehabt jetzt? Was ich für Muni habe? Nee, ob du jetzt alles schon hast, um Munition herzustellen, außer eine Chemiestation. Chemiestation muss ich noch bauen. Oh, wir haben wieder eine kleine Rolle. Oh, kann ich dir jetzt so gar nicht alles sagen. Alles klar, ja, war ja nur so. Also ich habe ein bisschen Nitrat gefarmt, ich habe ein bisschen Blei gefarmt. Mhm. Oh, was brauchen wir denn noch dafür? Alles gut, ist egal. Schauen wir nächste Folge, jetzt fahren wir erstmal ein bisschen looten. Jo. So Leute, dann heute doch keine Ranch-Folge, ist auch ganz gut so gerade. Hier, so wie hier, wenn ich hier drei Autos sehe, kann ich ja anhalten, aber mache ich jetzt nicht. So, liebe Zombies, kommt wieder her. Da ich mit Antares unterwegs bin, finde ich bestimmt hier und da noch ein Auto. Ich glaube, wir haben ja jetzt... Also ich bin mit dem Fahrrad erstmal zufrieden. Und ich würde, wenn es euch recht ist, die Minibikes überspringen und wenn, dann direkt die Motorräder fahren. Ja. Weil ich komme irgendwie nie weiter wie zum Minibike und wenn ich es einmal habe, dann wird das Motorrad so aufgeschoben. Und dummer Vorschlag vielleicht. Dummer Vorschlag. Ja, wie wär's, wenn du generell auch das Motorrad überspringst und wir den Jeep abwarten? Also ich hätte gern ein Motorrad. Aber wir können auch gerne den Jeep bauen, natürlich, um zu viert rauszufahren. Ja. Aber also ich hätte dann trotzdem noch gern ein eigenes Motorrad. So, wer möchte, kriegt auch eins. Es sei denn, ihr sagt jetzt eben, also ich habe echt vor, unsere Base so eine dicke Garage zu bauen. Mit allem Gefährt und wonach uns ist, dann loszugehen. Ajo.
Dann fangen wir mit Motorrad an. Beinhart. Wie gesagt, wenn, ne, wir können auch erst den Jeep und dann den Motorrad bauen, ist mir auch egal, aber Beinhart! Ich mir ein Motorrad. Beinhart! Lass mal hier die Trailer durchsuchen. Jo, sorry, ich hab was gerancht. Ich kann ja, alles anders. Gut. Ja, kein Problem. Nee, ich kann nicht anders. Rezept Yucca-Samen. Yay! Stirb. Stirb. Ich will sowas wie Klos nicht looten, das brauchen wir nicht, oder? Oh. Doch, du kannst doch den Inhalt branchen. Leeres altes Waschbecken, da habe ich mal eben 40 Schuss rausgeholt. Gut, ich loote alles. Du hast mich überzeugt. Ich muss meinen Scope mal testen. Zombies, wo seid ihr? Sind die? Ja, Mann. Und was machst du Schönes, Nachteule? Ich bin gerade noch weiter am Sortieren. Mhm. Ist eine Lebensaufgabe. Das ist wirklich unglaublich. Hammer, ne? Was da zusammenkommt, wenn drei Leute looten. Aber ich find's schön. Ja, yes, ich mag das an sich auch. Ich habe es damals immer echt gerne gemacht. Aber ich glaube, wenn jetzt meine Buddies einschalten und mich 30 Folgen sortieren sehen, ist... weiß nicht, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht sollen wir die Rollen tauschen. Also. Rezept Hopfen. Boah, jetzt kann die Party losgehen. Ja, Mann. Gib ihm. Warte, Prost. Mm. Boah, schau mal da einen Kriecher. Den nehmen wir erstmal hier aufs Korn mit unserem Scope. Springendes Schwein. Danke, Antares. Oh. Danke. Antares für das Scope, aber wieso? Ja. Ah, okay. Oh, das war die Schulter. Ja, wenn die Zombies so nah dran sind, ist Scope nicht so geil. Kannst du mal kurz hierher kommen? Wenn ich wüsste, wo, ich suche dich schon die ganze Zeit. Ach, hier drin, okay. Irgendwo hier bist du. Warte, ich komme. I came to you. No. Warum hab ich dich jetzt weggelegt? Hier die Kiste. Ich bin leider überladen. Oui. Okay, Nobody, jetzt muss die Entscheidung fallen. Wer macht den Händler? Wir haben ohne Ende Rohdiamanten, Silberklumpen, Goldklumpen. Also so langsam sollten wir uns entscheiden. Sachen. Ja, mir ist egal. Ich hab's letzte Mal gemacht, wenn du möchtest. Und kannst du auch gerne machen. Ich weiß, dass du sowas auch magst, deshalb. Ich sag so, ich lass dich entscheiden, was dir lieber ist. Lieber zu was? Was wäre denn die Alternative zum Händler? Gute Frage. Gibt's eine? Wenn du jetzt sagst, lieber Händler oder, dann kann ich es dir sagen. Gute Frage. Nächste Frage. du machst zum Beispiel zurück. Jäger, ne? Ich komme mal da. Ja, also, Jäger bin ich auch schon. Weiß ich ja, Jäger bist du. Was machst du noch? Jäger, Looter. Ja, Looter bin ich auch. Ich mache nämlich Altstoffsammlung und Looten. Du machst Jagen und Looten. Mach ich noch was? Für die Gruppe? Ne. Doch, die Vehikel. Die Gefährte baue ich noch zusammen. Wir hätten sonst noch Physiker, glaube ich, also der Medis macht. Wir hätten noch Nadel und Faden, wenn Jasmin Interesse hat, kann sie uns die Rüstung craften noch. Gerne. Wäre eine Idee. Okay. Ansonsten hätten wir noch, ja gut, Rüstung wäre dann erledigt. Mir fällt Physiker ein, ne? Für Medis war das so, Antares? Yeah, Science. Yeah, Science. Nee, yeah, Science nicht, Physiken. Also damals, der Skill Physiken heißt jetzt, ich schau mal eben nach. Ja, wissen, Arzt. Der heißt jetzt Arzt, toll. Davor hieß er Physiken.
Ja, der heißt Arzt. Ist er, es ne? ist ja auch ein Arzt-Skill. Chirurg, Wunderheiler und so weiter. Also machst du uns gute Medis. Als Physiker. Als damaliger Physiker. In welchem Reiter ist er denn? Intelligenz. Intelligenzarzt. War früher Physiken, weiß ich noch. Cool, das heißt jetzt sogar Intelligenz. Strich Hotel. Oh, ich habe ein Hotel gefunden. Ach, da ist es ja. Weil es ausgegraut ist, habe ich es gar nicht erst gelesen. Ja, ich genauso. Deshalb, das wäre jetzt noch ein, also man könnte jetzt sagen, entweder Händler oder Arzt. Weil Jasmin übernimmt dann die Rüstungen. Da muss man mal gucken, ich weiß gar nicht, wo man das killt. Das steht unter Eigenschaftsbücher, also dafür brauche ich ein Buch. Ja, ein paar wahrscheinlich. Ein paar haben wir schon gefunden, also ich weiß nicht, wer die gelernt hat. Insgesamt. Aber es gibt auch zum Beispiel Skill leichte Rüstung, hat Antares einen Punkt reingesetzt. Könntest du quasi übernehmen. Bei, ich weiß nicht, wo musst du Antares noch fragen? Beweglichkeit ist das drüber. Ja, da gibt es einen leichte Rüstungsskill, zum Beispiel für leichte Stoffrüstung. Mhm. Vielleicht gibt es auch bei Stärke einen für schwere Rüstung oder so, ich weiß es nicht, müsste ich selber gucken. Also, wenn ihr wollt, kann ich dann meinetwegen Händler machen. Gut. Ich brauche dann nur noch mal einen Punkt, um bei der Barter. Ja, du brauchst ein paar Punkte. Ich würde das nicht verkaufen vorher, bevor du, keine Ahnung, ein paar Punkte reingesteckt hast. Nur schon mal, dass du dahin skillst dann. Dann schafft er die XP. Besser verhandeln, also ich würde das schon. Ich weiß nicht, hast du schon einen Punkt in Intelligenz? Ja, ich habe zwei Punkte schon drin. Zwei Punkte. Ja, du bräuchtest schon drei Punkte für Stufe 2. Und ich würde sagen, so wenigstens fünf Punkte Intelligenz bis zu Stufe 3 Händler. Jein, vielleicht nicht. Wie funktioniert dieses Push-System hier mit Charismatic Nature? Ich glaube, da brauchst du weniger. Das gibt dir keine Intelligenz, soweit ich weiß. Ich lese schon, Leute sind inspiriert. Wenn du in der Nähe bist, Verbündete in deiner Nähe erhalten plus 1 Standhaftigkeit und Beweglichkeit. Okay. Schade. Ja. Du könntest noch eine Intelligenzbrille aufsetzen. Wir haben ein paar Brillen in der Base noch. Ja. Dann hast du ein Int mehr. Das würde gehen. Nee, dann skill ich das lieber, weil meine Lootbrille ist mir lieb. Naja, eben, deshalb. Würde ich auch sagen, dann macht ihr jetzt keinen Stress. Die Loot, die Händlertruhe füllt sich ja. Nur Hauptsache einer übernimmt das jetzt langsam, weil sonst haben wir bald 10 Loot, 10 Händlertruhen. Geil. Und das dann loszuwerden wird schwierig. Ich packe da jetzt auch, ich glaube, 5-6 Sachen in die Verkaufstruhe rein. Okay, die scrappen wir jetzt mal. Die schmeißt du ja in die Schmiede, ne? Die Einsanne. Ja. Aus rein. Ich glaube, ich gehe glaub, mal in dieses Addams Family House rein. Gold Nuggets, Silber Nuggets. Jo, 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 jo. Cool. Den Rest packe ich in die Loot-Truhe. Wir haben Blasebalg. Hatten wir das schon? Haben wir, ja. Achso. Dann packe ich in die Loot-Truhe. Okay, hier sind auch wieder nicht existierende Blöcke. Okay. Ich muss also tierisch aufpassen. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht einmal gesehen bis jetzt. Ich muss mal in deine Folgen gucken. Würde mich interessieren, wie das überhaupt aussieht. So, was war das denn jetzt nochmal, der Skill für Gewebe? Das war doch bei Gesundheit. Wenn du Attribut-Skills hast du doch... Bist du am Leben? Du verursachst Schaden mit Kopfschüssen und hast ein Maschinengewehr. Okay. War das Perception? Wahrnehmung? Ja, mit Gewehren. Perfekt. Darum ist das Gewehr so stark. Sprengstoffen und Speeren. Eine Chance, sie dazu zergliedern. Ja, das passiert auch sehr häufig. Okay. Dann bin ich schon im richtigen Skill und da ist sogar Präzisionsschütze der Skill. Das Huhn, du kannst die lange Seite der Scheune treffen und verursachst 10% mehr Schaden mit Gewehren. Fertige Gewehre, schlechte 10%. Anziehen und nachladen. Und bei Beweglichkeit, da haben wir die Bögen geskillt, richtig. Wo haben wir das Holz gelagert? Kann sein, dass ich das alles habe.
15 Watt. Ich brauch's ja gerade eh nicht. Ich mach's in die Rohstoffkiste. Danke. Ups. Ja, alles gut. Kaffee brauchen wir jetzt nicht zwingend, ne? Also. Okay. Ich habe Minen gefunden. Yay. Zum Platzieren, nicht zum drauf kabum, ne? Also zum selber benutzen. Ach so, der Arzt-Skill war ja für alle gedacht, ne? Hat der Antares noch erwähnt. Weil Heilmittel stellen 10% mehr Gesundheit wieder her und heilen 20% schnell über Zeit und so weiter. Ist für jeden ganz geil. So war das. Na egal, ich bin dann beim Mechaniker. Also. Und hier Science hat auch noch keiner, ne? Nee. Das auch der Antares noch, stimmt. Nee, musst du gar nicht mehr. Muss ich nicht? Oh, hier ist irgendwas los. Hier geht es ja nur um die Chemiestation erstmal und um Munition, ne? Klar, du craftest dann noch 20% schneller, also ein Punkt wäre nicht verkehrt. Fertige Kleber und Aloe-Creme mit geringeren Kosten und Schießpulver in praktischen Stapeln. Also das ein Punkt vielleicht wäre sinnvoll. Guten Tag, jemand hier. Großartig auf Wissenschaftskillen, glaube ich, um Munition jetzt herzustellen. So, die Chemiestation wird gecraftet. Soll ich die dann direkt neben unsere Werkbank da unten stellen? Ja, wieso nicht? Ja, ne? Oder packst du doch hier oben hin, hier. Ist eine freie Wand noch, genau in der Mitte. Hier. Dann brauchst du nicht immer nach unten. Obwohl, brauchst du denn Werkbank... Ach nee, du brauchst beides nebeneinander, ne? Ja, was heißt brauchen? Also, ich könnte die Chemiestation jetzt unten hinstellen oder ich crafte halt auch noch eine Werkbank für hier oben. Das kannst du auch. Schrabenschüssen haben wir genug. Das geht auch. Na cool, dann machen wir mal einen hier rein. So, dann geh nochmal raus. Komm, ich hab Bock. Nochmal raus zu gehen. Raus. Nobody, ich komm mal zu dir. Okidoki, komm ins Adams Family House. Hier wird es sehr wahrscheinlich einiges zu looten geben. Und viel. Ja, weißt du was? Komm mal her, vielleicht siehst du dann auch die Grafikfehler. Stimmt. Stimmt. Du bist noch 600 Meter. Genau, ich warte mal draußen auf dich, beziehungsweise drinnen. Ich muss gucken. Da oben ist ja noch ein Koffer, sehe ich gerade. Nobody knows. Genau. Police Station. Wart ihr jetzt in dieser Stadt schon in allen Special-Gebäuden drin? Keine Ahnung. Schwer zu sagen. Wart ihr in vielen drin, oder? Ja. Aber wir sind alle quasi immer meistens einzeln losgezogen, deswegen wird es schwer sein. Beziehungsweise kann man es nur schwer sagen, ob wir alle schon überall waren. Ja, das merkt man ja ziemlich schnell, wenn man reingeht und alles leer ist. So, Lila Lasko. Ich bin Lila heute. Genau, der Lila Lasko-Bär. Bei mir ist es Nachtäule. Immer eigentlich. Nee, du bist eigentlich blau. Also. Ich sagte einfach nur so Lila Lasko. Passt zu meinem Mantel. Ach so. Noch 133 Meter, du kannst es. Bei mir sind es 104. 94. Nein, 74. Es sind 74. Genau. Komm. So. Oh jo, geil. Siehst geil, du, bitte. Hier, direkt wo ich stehe, davor ist schon mal ein Block, falls du den siehst. Nein. Okay, ich stehe jetzt im Block. Ich sehe wunderbar texturierte Pflastersteine. Ja, ich stehe mitten in einem Block, wo ich eigentlich nicht hätte reingehen dürfen. Granit Block, oder Marmor. Wo du drin stehst, ist nichts. Also ist einfach, da fehlt eine Fliese, aber da ist okay. Und hier der Eingang. Ist da was? Weil genau also denselben. Eine Tür, die offen ist. Genau denselben Block sehe ich im Eingang einmal zugenagelt, aber ich kann durchgehen. Okay. Wir haben noch keine Kohleader. Nö. Nobody so, das kann nicht sein. Tatsache, nee, das war Ölchiefer, wo ich gefunden hatte. Scheiße. Misori. Ja, alles gut. Nur vielleicht, wenn ihr in Zukunft irgendwie was seht. Jawohl, Chef. Ich bin gerade mal auf der Suche, aber glaube ich. Hast du eigentlich die Pumpgun mitgenommen? Oh ja, hast du, ne, oder? Wenn man gezielt danach sucht, dann glaube ich. Nee, richtig. Wo ist Nobody? Im Haus? Ja. Hast du dir die Pumpgun mitgenommen? Ich habe nochmal die Double Barrel. Magst du lieber?
Ich dachte, du wolltest die Pumpgun. Na, Quatsch, ich hatte meinen Schützen. Hab ich doch gesagt, die Pumpgun gebe ich dir sehr gerne. Ach so. Du hast mir den Compound-Bogen gegeben. Ach so. Also, es sei denn, Antares hat die jetzt genommen oder so, ich weiß nicht. Was habe ich genommen? Die Pumpgun. Nee, nee, nee. Ich habe nur die doppelläufige Schrotflinte da. Aber die habe ich schon seit lange. Seit Seven Days angekündigt wurde. Mordgott, geh weg. Geh mal nach oben. Ja. Komm, mach da. Da ist er. Aber sie kommt noch zu dir. Hauptsache, sie kommt. Okay, diese Tür würde ich mal sagen, ist verbarrikadiert, oder? Ja. Keine Ausdauer. So geht's auch. Hier auch wieder Grafikpack. What the heck? Hast du mit der Grafik? Bei mir nicht. Hallo, ich habe nichts umgeändert. Also hier ist alles, bei mir ist alles super. Bei mir nicht. Oh, das ist doch was für Nobody. Was denn? Militärhandschuhe, 5er. Geil. Wow, wow, scheiße. Hilfe. Hab ihn. Danke, wow. Weißt du, ich bin am gucken und da auf einmal, da ist doch was Grünes. Da ist was Grünes, da war er. Bauplan Motorradfahrwerk. Geil. Boah, wow, geil. Ja, Mann. Oh, ich hab hier auch was Geiles. Einmal Bauplan automatischer Maschinenpistolengeschützturm. Oh, geil. Bauplan Aufschlagzünder. Granaten. Wir sind hier oben in irgendeiner Bücherei. Oh. Bücherei. Elementare Sensoren, Aufschlagzünder für Granaten, Reflexziel-Mod zum Lernen. Geil, Reflexziel. Bauplan Stahlwerkzeuge, Antares. Ja, sehr gut. Und ja, das Reflex halt, ne? Das jo. Ist doch das, ja, das finde ich das gut. Das geil. Das ja. Brauche ich. Ich auch. Kommt, Senior. Bauplan verbesserte was? Fisting? Fisting. Okay. Ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es auch Fisting, was du weißt das schon. Ich habe das Spiel nicht gemacht. Bauplan Schmelztiegel. Was gibt es? Alles gut, Dynamitplan, hast du nie gehört. Guck, ich glaube, das muss ich schneiden. Fisting, irgendwie sowas. Genau, Fisting. Weißt du, aus die einem Verlesen. Aus ja, einem, ja, genau. Aus einem Verlesen. Nee, trocken ist das nicht. Aus einem Verlesen kann ganz schnell was werden. Lasko, wenn du hier hinkommst, das kann sich auch sehr gut lohnen. Bei mir auch, bin 18 überladen. Ich hab 18 Fisting muss bei mir. Meine, was ist los? Ich bin auch zu krass überladen, aber hier ist eine Bunkertür. What? Gar nichts. Ja, Fisting, Mann. Ja, Mann. Oh mein Gott. Poppenpilz. Das wird nicht besser. Das wird nicht besser. Ich kann nicht mehr. Aber du, Lasko, wir haben ein Problem. Wir sind hier, Na ja, gut. Das oh, Mann. Ich hab noch einen Bauplan für den Schockstab. Ich unterbreche ungern. Guck auf die Uhr. Das glaube ich nicht.
Ja. Oh. Und wir sind hier in der Casa del Adams und haben dann ein Problem. Oh mein Gott. Komm mal kurz zu mir. Ja? Hier ist für dich in Schuldfinden Messiah-Buch, bitte. Dankeschön, aber ich bin zu über... Dann nimm du das hier. Flasche mit Säure, was ein Tausch. Ja. Was haben wir hier noch? Ich versuche halt irgendwie... Brauchen wir die ganzen Herausforderungsblätter? Nö, finde ich nicht. Komm mal vorsichtshalber hier rüber, wo es wenigstens eine Tür zum Schließen gibt. Was sind denn Fitting-Mods? Sind wir ehrlich. Das ist das, wenn du jetzt zum Beispiel Lederrüstung trägst, dann kannst du dir die in die Rüstung machen und dann nimmt es wieder diese, es fehlt mir das Wort dafür. Ich hätte diese, eins. Diese Geschwindigkeitsbegrenzung hebt es wieder. Ah, auf. ja, genau. Das ist jetzt ein bisschen doof gesagt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, nee, alles gut, ich lache nur, weil Nobody gefallen ist. Hast du mir einen Block weggeholt? Nein. Ich hole dir gar nichts weg. So, Bauplan Dynamitstange. Bauplan Stahlwerkzeuge, das ist so deins, ne? Machst du, oder? Bauplan Aufschlagzünder für Granaten ist auch deins, oder? Bauplan Schmelztiegel auch deins. Granaten. Ist alles deins, alles deins, alles für dich hier. Fitting Mods, das ist dann für Jasmin. Was ist das denn? Bauplan Stacheldrahtmod. Lesen des Bauplans kannst du lernen. Ein Stacheldraht halt. Na gut, ihr Lieben, ich würde sagen, wir sind am Ende einer Folge angekommen. Es ist recht spät. Oder sind wir diesmal wirklich? Der Mond steht sehr hoch. Betelgeuse scheint bestimmt schon in einer wunderschönen Supernova. Und nee, wir sind am Ende einer Folge angekommen. Wir sind jetzt, Lasko und ich, im Addams Family House. Jo, mit Fisting-Büchern. Ja, mit vielen Fisting-Büchern. Trockenen Fisting-Büchern. Nein, das hatte ich für ein Gerücht. Gut, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn nicht, kann ich es auch verstehen. Also alles gut. Gut, wenn ihr Ideen, Tipps oder Vorschläge habt, lasst gerne immer da. Und ansonsten... Lasst einen Daumen hoch. Beim Fisting-Mod. Okay, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss. Die Karotten, tschüss. Tschüss.